Es lebte einst nicht weit von hier ein kleiner, kleiner Vampir. Mit ihm, da konnte es nicht gut gehen. Er konnte nämlich kein Blut sehen, konnte ansonsten noch gut sehen. Er konnte nur kein Blut sehen. Der Vampir wohnt natürlich auf einem Schloss und da gibt es nachts mächtige Wind- und Heulgeräusche. Die wollen wir jetzt mal hören. Ja, Wind- und Heulgeräusche. Ja, der Bruder. Heute sehr begabtes Publikum. Stimme läuft auch heute toll. Also was will man mehr? Er wohnte auf der Vampire-Schloss, bis er eines Tages was beschloss. Er wollte lieber fortgehen, an einen anderen Ort gehen, nie wieder Blut und Mord sehen. Er wollte lieber fortgehen. Der Vampir kann natürlich nur nachts fortgehen. Und des Nachts begegnen ihm ganz viele Tiere des Waldes. Die wollen wir jetzt hören. Nachttiere des Waldes. Nun weiß man auch hier in dieser Stadt, dass ein Vampir 12 fürchterliche Eckzähne hat. Drum durfte er sie nicht, durfte niemals kennen. Denn sonst sah man was von seinen Zähnen. Das wollte ich noch erwähnen. Er durfte niemals gähnen. Susanna, hältst du mal aus? Gut, dann dürfen wir jetzt alle gähnen. Ja. So. Ah, so gut gefällt Ihnen unser Programm heute. Der Vampir kam in eine kleine Stadt, wo ein schönes Mädchen er gefunden hat. Doch durfte er sie nicht küssen, denn sonst hätte er sie gebissen. Das wollte er noch wissen, er durfte niemals küssen. Aber wir dürfen küssen, wissen Sie, was das Zeug hält? Ihr Nachbarn, Nachbarin, schmatzen Sie dabei. Können Sie auch mit den Zähnen klappern? Die Zähne drin lassen? Geht nicht. Drum Mädchen, wenn du mal einen triffst, der dich liebt, aber niemals küsst, lass es einen Rat von mir sein. Es könnte der kleine Vampir sein. Es könnte auch der Typ neben dir sein. Ja, welcher denn? Es könnte der kleine Vampir sein. Und zum Schluss macht noch mal jeder das Geräusch, das ihm am besten gefallen hat. Mal sehen, wie das klingt. Anarchie! Ja. Sehr schön, die dürfen alle wiederkommen. Zu den geistreichen Geistern. Zu Halloween.